Hallo, ich bin Werner Glocke und ich zeige euch heute, wie ich die Schiedsrichterin für Iron Ball modelliert habe. Jede Figur fängt natürlich mit der Idee an. Hier haben wir die Schiedsrichterin für Iron Ball. Wer ist besser geeignet als die Richterin von Longford? Sie ist arbeitslos, da jeder in der Stadt macht, was er will und es gar keinen interessiert. Also ab aufs Spielfeld und endlich hat sie mal eine richtige Aufgabe. Die ersten Entwurfsskizzen kommen von Stasia Loh und sie sind auf Anhieb klasse. Nur eine kleine Änderung und fertig ist unsere Schiedsrichterin. Die Vorbereitung zum Modellieren beginnt mit einem Drahtgestell und rum. Oh, ne, immer noch Ebbe. Das Drahtgestell bildet in etwa die Knochen nach und ist fast immer die Grundlage jeder analog modellierten Figur. Ach, das herrliche Greenstuff. Was wäre unser Tabletop-Figuren-Hobby ohne es? Greenstuff eignet sich hervorragend, da es sehr gut klebt. Leider meist an den Fingern und überall dort, wo es nicht soll, aber auch ab und zu dort, wo es soll. Es bleibt nach dem Aushärten ein wenig flexibel, dadurch können Posen durch Biegen verändert werden. Dünn das Greenstuff und mit Draht wickeln und vorsichtig andrücken, sodass sich keine Luftblasen bilden. Die würden das Modell beim Abfahren sonst kaputt machen, weil sich dann dicke Löcher bilden. Greenstuff heißt natürlich Greenstuff, weil es aus einer gelben und blauen Komponente besteht, die zusammengeknetet werden und dann grün sind. Damit kann ich eine Stunde arbeiten, weil die beiden Komponenten sofort nach dem Kneten anfangen zu reagieren und auszuhärten. Ich fange immer unten an den Beinen an und arbeite mich dann langsam Schritt für Schritt hoch. Alle Details werden in die weiche, geglättete Masse eingedrückt. Anschließend werden die Schleife, die beiden Krempen am Schuh und Hose sowie die Verzierung auf das noch weiche Bein aufgesetzt. Nachdem ihr linkes Bein fertig und ausgehärtet ist, geht es in der gleichen Machart mit dem rechten Bein weiter. Wieder ordentlich aushärten lassen und als nächstes ist der Torso mit dem Wams dran. Für die Jacke wird ein grober Unterbau am Torso modelliert. Es folgen die Jacke, beide Arme, Pistole und der Kopf. Jeweils Schritt für Schritt nach dem Aushärten. Da sich die Pistolen ähneln, gibt es ein paar vom Büchsenmacher vorgefertigte, die einfach individualisiert werden, hier der längere Lauf. Der Kopf wurde separat modelliert und einfach nur angepasst. Dazu habe ich hier so ein Brettchen, da sind die Köpfe alle drauf. Und dann suche ich mir einfach den schönsten aus. Aber das bleibt Geheimnis. Aber und die sind alle einzelmodelliert, nicht keine Form von. Ihr Ausdruck ist dabei etwas grimmiger geworden als auf der Skizze. Wahrscheinlich hat sie ein besonders schweres vorgesehen. Oder der Modellierer hat immer noch keinen Rum bekommen. Zum Schluss kommen meist die Haare dran. Noch die letzten Details und alles noch versäubern. Fertig. Gibt's jetzt Rum? Wie? Immer noch nicht? In der ganzen Zeit, wo die Skizzen gefertigt worden sind, wo ich modelliert habe, haben wir natürlich auch die Regeln weiterentwickelt und die sind mittlerweile fertig geworden. Und dann hat Sascha Bernhard die Figur in die Finger bekommen und schaut, was er daraus gemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ich hoffe, wir sehen uns auf das Spiel, denn dort würde ich gerne mit euch anstoßen, auf Iron Ball und auf die neue Schiedsrichterin. Echt nicht leicht, hier ein Hollywood-Star zu werden.